Hallo, liebe Leute, hier ist Corrupted und ihr seht schon, ich habe nicht meinen normalen Kopfhörer auf, weil meine richtigen Kopfhörer sind im Arsch, die gehen nur auf einer Seite und wenn ich ein Spiel auf einer Seite höre, werde ich verrückt und dann werde ich zum Dämon und dann werde ich zur Inkarnation von Sabrina und das will ja niemand, oder? Sabrina ist nicht so gut. Auf jeden Fall, wir spielen ein Indie-Horror-Spiel namens The Briefcase, ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ich wollte eigentlich wollte ich Baby Blue spielen, was ich eigentlich im Livestream spielen wollte, aber es ging nicht, weil es in einem Vollbildmodus ging. Aber das hebe ich mir auf, bis ich wieder meine richtigen Kopfhörer habe, oder beziehungsweise neue richtigen Kopfhörer habe, weil hier ist der Sound nicht ganz so gut und ich will richtig fette, geilen, richtig Boss will ich haben, wenn ich gruseligere Spiele spiele. Und hier weiß ich nicht, was mich erwartet, aber ich bin ziemlich sicher, es ist ein bisschen kürzer, weil es ein richtiges Indie-Horror-Spiel von ModDB oder irgendwas. ModDB, ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt. ModDB. Mod Database, ja, ModDB. Da habe ich das Spiel her und deswegen gehe ich davon aus, dass es ein bisschen kürzer ist und wir springen mal direkt rein. Laufen, sprinten, ja, Standard. Wahrscheinlich so ein richtiges Standard-Horror-Spiel, voll gruselig. Und jetzt habe ich aber nichts mehr hier zum Lautstärke einstellen, deswegen habe ich jetzt mein Mikro angeschlossen, muss da dann einstellen, ob ich es laut und leise mache. Das ist sehr, sehr komisch. Ich habe bis jetzt noch nicht mal Sound. Ich hoffe, das Spiel hat überhaupt Sound. Ein Spiel ohne Sound wäre nicht so soundig. Das wäre unsoundig. Das wäre Sabrina. Das wäre un-8156. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, habt ihr im Stream nicht zugeguckt. Das ist traurig. Dann könnt ihr im nächsten zugucken. Dann wisst ihr, worum es geht. Oder ihr guckt einfach das Video an, was ich vor kurzem hochgeladen habe von dem Livestream. Dann wisst ihr auch, worum es geht. Oder das Spiel lädt jetzt mal schneller. Danke. Okay, ich habe Sound. Ziemlich laut sogar. Find the briefcase and get out. Get out! Okay. Wo sind wir? Wir sind... Das ist unser Auto. Warum... Okay, wir sollen anscheinend diesen Aktenkoffer finden. Ich weiß nicht warum, aber ich mach's einfach mal. Oh, ich kann Zeitlupe sprengen. Geil. Ja? Hallo? Auch mit Eingabe. Ich hasse Spiele, wo ich mit Eingabe irgendwas mache. Ich verstehe den Sinn davon nicht, aber nee. Da geht's nicht weiter, okay. Wir sind irgendein alten Rikal oder so. Okay. Ich höre schon ein bisschen Sounds. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet, aber ich renne jetzt einfach ein bisschen. Hoppala. Nicht rumbaggen hier, ne? Jetzt falle ich ja noch runter. Das wäre richtig schmerzhaft. Das will ja niemand. Ich renne mal hier oben lang, weil es ist unglaublich leise. Und ich würde niemand erwarten, dass ich hier rumspringe. Hier geht's nicht durch? Nein, natürlich nicht. Wäre auch komisch, ne? So, lass mal hier. Spring mal auf das Ding drauf. Bam! Au. Geht's hier durch? Oh, das war... Das ist laut. Das war sehr laut. Okay. Das war sehr, sehr laut. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Was mache ich mit dem Schlüssel jetzt? Dahin war was. Dahin war was. Ich habe da hinten irgendwas gesehen. Okay. Wo gehe ich jetzt lang? Das Unangenehme bei diesen richtigen Indie-Spielen ist immer, dass ich immer erwarte, dass die übelsten Schocker kommen. So richtig miese Jumpscares mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse rein. Und das mag ich nicht so. Das ist der Vorteil Indie-Horror, dass man einfach nie weiß, was man erwartet. Weil die können jeden Scheiß ein Spiel reinmachen. Die müssen es hier nicht verkaufen. Ich hoffe mal, hier muss ich lang. Ja. Okay, nee, da brauche ich irgendeine Karte für. Wo brauche ich den Schlüssel? Da hinten war doch noch irgendwo eine Tür. Wahrscheinlich brauche ich da den Schlüssel für. Guck ich mal. Hui. Wo war das? Okay, ich laufe kurz mal hier lang. Ich weiß nicht, wo ich für lang gehen muss. Hoffen wir einfach mal, dass ich richtig liege. Okay, ich springe einfach hier runter. Hier unten muss auch noch irgendwas sein, stimmt's? Hier? Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Nee, nichts. Oh, das ist unheimlich. Hier ist nichts. Bin ich drauf? Hui. Okay, das hilft mir nicht weiter. Nee, sowas. War da gerade was? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich bin langsam so ein bisschen nervös. Hi, Kiste. Gehst du weg, bitte? Dankeschön. Okay, ich habe die Karte gefunden. Mit der Karte kann ich in diesen einen Raum da hinten rein. Hier ist immer noch nichts passiert. Okay. Okay. Da ganz hinten war ich schon durch. Da habe ich den Schlüssel gefunden. Lauf einfach schneller.
Auf schneller Kurve. Es ist eigentlich noch gar nichts passiert. Ich habe einmal irgendwo ganz hinten einen Mann gesehen, das war es auch. Ich weiß nicht, was ich hier erwarten kann. Okay. Zwei Wege. Zwei Wege, okay. Da kann ich einmal durch. Ich muss auf der anderen Seite. Der Aktenkoffer. Ich hab einen Aktenkoffer, ich muss weg hier. Okay, ich renne jetzt einfach weg. Durch diesen Gang hier hinten. Ich schätze mal, hier geht's lang. Also ich hoffe hier. Okay. Ich beeile mich mal. Das klingt nicht so gut. Okay, das ist atmosphärisch sehr gut. Ich muss hier weg. So schnell wie möglich. Mach auf. Wo geht's lang? Okay, ich muss wegrennen zum Eingang wieder. Der war da ganz hinten. Hinter mir ist nichts, glaube ich. Ich sehe zumindest nichts. Oh, ich habe doch Gänsehaut. Nicht schlecht. Okay. Da ist irgendwas hinter mir. Oh, da war irgendwas hinter mir. Aber ich bin weg. Bin ich sicher? Vielleicht war das Sabrinas Vater und die war sauer, dass ich Sabrina geschwängert habe. Oh, das Spiel ist mir nicht mehr, das war's. Ich glaube, das heißt, wir sind fertig. Naja, das war ein sehr kurzes Indie-Spiel. Wie lange war es eigentlich? Guck mal kurz. Okay, ich habe 8 Minuten aufgenommen, also ich schätze mal so 7 Minuten ist das Video lang, aber naja. So lange ist das nicht, aber ich hoffe, das reicht für heute. Und dann kommen morgen wieder längere Indie-Horror-Spiele. Ich habe mir schon 2 rausgesucht, die morgen kommen. Morgen wird es 2 Indie-Horror-Spiele. Upsala. Morgen wird es 2 Indie-Horror-Spiele geben, die beide etwas länger sind. Ich hoffe, darauf freut ihr euch. Also, das heißt, dieses Spiel, ja, das war atmosphärisch gegen Ende ziemlich gut. Waren keine Schocker drin, hätten vielleicht ein bisschen was mitmachen können, aber schlecht ist es nicht. Downlink ist wieder wie immer unten. Vielleicht habt ihr irgendwas verpasst. Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr da irgendwas findet. Also, bis dahin, Leute. Euer Corrupted, Corrupted Army for Life. Bye. Hier. Und ich bin hier mit dem Blackie Game und wir haben vorgehabt, ein kleines Spielchen zu spielen und zwar sammeln wir jetzt auf dieser Treppe hier. Und nacheinander werden wir jetzt alle ein Wort bekommen und das Wort müssen wir in Minecraft bauen und wer es zuerst erwähnt, kriegt einen Punkt. Das machen wir durch, bis alles einmal gemacht haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach im Teamspeak durch, von oben nach unten, oder? Können wir machen, ja. Moment. Ja, dann bin ich erster, fuck.